Hallo Leute, willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2017. Ich habe mich dazu entschieden, wir fangen heute nochmal von vorne an. Und zwar auf einer neuen Map. Was heißt neu? Im Grunde ist sie schon relativ alt. Hangstedt nennt sie sich. Dazu gleich mehr. So, Namen ändern funktioniert einfach immer noch nicht. Super. Also, hier haben wir noch ein paar Mods. Aktuell ein Semi-Tipper. Ein BSM-Truck. Fruchtzerstörung. Die Hangstedt-Map. Ein IT-Runner-Pack. Mehrzweckhalle und ein Hochleistungsscheinwerfer-Pack. Alle Sachen, die wir uns in der nächsten Zeit anschauen werden. Kurz zur Map. Wir spielen auf Hagenstedt ist die offizielle Map des Landwirtschaftssimulator 2013. Und wurde jetzt für den 17er etwas angepasst. Die könnt ihr euch übrigens auch runterladen auf der offiziellen Landwirtschaftssimulator 2017 Website. So. Schauen wir uns zuallererst mal um. Was haben wir denn bisher? Wir haben von Brandner einen kleinen Trailer. Wir haben eine Sämaschine. Ein Fendt 310. Einen Deutz AgroStar. Nochmal eine Sämaschine. Ein Grubber. Ein Hurleyman mit Gewicht, noch ein Gewicht, noch ein Deutz mit einem Flug. Und da hinten haben wir auch gleich schon unseren Mähdrescher, den wir auch gleich mal zum Einsatz bringen. Wie immer schön mit Helfer. Geht einfach. So. Was ich zuerst machen werde. Der Hurleyman, kann ich euch gerade mal zeigen, ist im Grunde mit der Kombination, wie er sogar hier steht, absolut unnütze. Ich zeige euch gerade mal warum. Koppeln wir das an. Passiert zum einen schon mal das, was glaube ich nicht passieren soll. Dann klappen wir ihn mal ein. Dann geht das schon wieder einigermaßen. Jetzt hängen wir vorne noch ein Gewicht dran. Oh, diesmal geht's sogar. War das wohl letztes Mal ein Fehler? Wow. Ah, ja, Gewicht ist oben. Ach, nee. Wow, diesmal geht's. Letztes Mal, als ich die gleiche Map schon im Vorhinein gespielt habe, wollte der sich nur noch mit so circa 8 bis 9 km/h bewegen. Diesmal geht's. Okay, dann behalten wir ihn doch erstmal. So. Was wir jetzt aber zuerst machen, schnappen uns einmal diesen coolen Fendt. Nehmen. Ach, das ist ein Düngerstreuer, keine Sämaschine. Soll dann den Düngerstreuer auf die Seite. Und schnappen uns zuerst einmal den Hänger hier. Wir wollen ja immerhin etwas zu Geld kommen. Das heißt, wir setzen uns jetzt zuallererst unter unseren Tank. Und verkaufen. Füllung starten. Wir wollen Weizen. So, Weizen kriegen wir aktuell am besten verkauft. An der Bäckerei. Ist die Frage. Die Bäckerei ist da. Dann setzen wir uns hier einen Marker und fahren zur Bäckerei. Die Frage schauen gerade auf der Karte, wie kommen wir da am besten hin? So, okay. Ist cool, hier drin ist auch alles animiert. Wie gesagt, Hagenstedt, die offizielle Map aus dem Landwirtschaftssimulator 2013. In dem Fall einfach noch ein bisschen verändert. Das heißt, die neuen Abladestationen sind dabei. Die Schweinezucht. Was es ja früher alles so noch nicht gab. Oh, und Forstwirtschaft ist ja integriert, was ja seit dem 2015er da ist. Oh.
Ah, nee, doch, komm mal durch. Dachte gerade schon. Okay, 8300 bei 97%. Das heißt, wir haben so ca. 8500 Fassungsvermögen. Ja, ist nicht viel, aber geht. Für den Anfang okay. Sagen wir es mal so. Okay, da hinten ist es schon. Hier an dieser Stelle habe ich mir immer früher, in 2013, mit so platzierbaren Hallen immer hier einen zweiten Bauernhof gebaut. Fand ich immer ganz cool. Die gleiche Biogasanlage hatte ich hier mal ein großes Maisfeld. Da kann ich immer gleich alles direkt verkaufen. Kippen. Und da wächst der Kontostand. Yippie. Jo, 33.000 haben wir jetzt. Und sie gehört bisher eigentlich nur. Ach, sieht man auf diesem Ding nicht? Wo sehen wir denn das, was uns aktuell gehört? Ah, wie sehen denn unsere Finanzen aus? Oh, wir haben 50.000. Okay, ja, gut, wir haben noch einen 50.000er Kredit. Ja. Tiere haben wir noch keine. Okay, ne, hier sehen wir jetzt nicht wirklich, was uns gehört, oder? Ne, schade. Und dann fahren wir erstmal zurück. Und das sind auch so zwei Felder, die möchte ich auf jeden Fall kaufen. Nur Felder sind relativ teuer. Aber was ich mir gerade überlege, was wir noch machen können, bevor wir wieder hochfahren. Wir würden. Okay, ich lese gerade mal vor. Mann, ich muss wirklich etwas richtig gemacht haben. Meine Felder platzen aus allen Nähten. Es sieht also aus, als bräuchte ich ein paar zusätzliche Helfer, um alles zu ernten. Jetzt macht sich die Erntemaschine, die ich letztes Jahr noch gekauft habe, bezahlt. Wenn du mit anpacken willst, dann warten 9.847 Euro auf dich. Okay. Kaufen können wir es natürlich nicht, aber wir können es in jedem Fall die Mission annehmen. Wir kriegen ein MF Delta 9380 mit einem Diamant. Schneideberg. SF Ferguson. Ja. Das ist mir ein Kohle für uns. Er ist cool im 17. dass man jetzt solche Missionen hat. An, Geräte Auswahl wechseln. Okay, Zeit haben wir 20 Minuten. Na, so, anschalten. Mart einfach anmachen. Und dann können wir hier auch schon durchs Feld. Ist zwar im Grunde eine relativ langweilige Arbeit, aber 9000 Mäuse für 20 Minuten Arbeit. Das ist schon ganz cool. Ach, und wir sehen oben rechts in der Ecke auch, wie weit wir schon mit dem Feld sind. Sollte also relativ flott gehen.
ja, wie gesagt, auf dem Feld habe ich mir früher meinen zweiten Bauernhof gebaut. Das sind ja die platzierbaren Hallen. Gab es damals auch schon 2013. Und das Modpack Flutlichter. Habe ich mir ein paar Zäune drumherum aufgestellt, habe mir die Hallen rein platziert und dann eben mit Flutlichtern ausgeleuchtet. So kann ich dann immer meine Maschinen da parken. Hat es nicht weit, das große Feld hat damals schon mir gehört. Dann konnte ich alles abernten. Wie gesagt, meistens Mais. Dann konnte ich den Rest immer in die BGA bringen. Hab dann noch mal Geld verdient. Falls ihr Lust habt, schaut doch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir haben jetzt ein neues System. Lootsen nennt sich das Ganze. Da könnt ihr mir im Grunde kostenlos eine Spende zukommen lassen, indem ihr einfach unten auf den Loots-Knopf drückt, gebt eure Nachricht ein und dann erscheint im Stream eine Werbung von Loots, zum Beispiel von Nvidia oder Arc, in den meisten Fällen, mit eurer Nachricht zusammen. Ich bekomme dafür einen kleinen Teil der Einnahmen, was aus der Werbung generiert wird. Was ganz cool ist, somit kostet es euch nichts. Und ich krieg davon eine kleine Spende im Grunde. Zudem gibt es auch gerade noch eine Aktion. Ich sehe jetzt leider gar nicht, wie weit wir schon sind. Wenn wir bis Mitte nächsten Monates, das sind glaube ich insgesamt noch 28 Tage restverbleibend, auf die 150 Follower kommen, also noch das Ziel von 150 Follower erreichen, wir sind ja gerade knapp bei 300. Ich glaube, es fehlen noch so 70 Stück. Und dann gibt es einen 24-Stunden-Stream, wo wir 24 Stunden lang nur durch dieses Feld fahren. Nee, Spaß. Im Grunde Landwirtschaftssimulator Minecraft, sowie auch GTA 5. Ich würde sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle erstmal die Folge für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir das Feld noch schnell fertig machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.